to see. You are holy, 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 holy. I want to see you. Du bist heilig. Du bist heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Du bist würdig, du bist würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Ich will dich sehen. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. See you high, lifted up, shining in the light of your glory. Yeah. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. See you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power of love as we sing. Holy, holy, holy. As we sing. Holy, holy, holy. Lord, we sing. Holy, holy, holy. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Das ist das christliche Bekenntnis. Jesus ist Herr. Jésus est Seigneur. Wir nehmen Platz. Nous prenons place. Dies ist die erste Versammlung an diesem Wochenende. C'est la première rencontre de cette fin de semaine. Ich spüre in meinem Herzen ganz klar, je sens très clairement dans mon cœur, dass Gott dabei ist, die nächste Generation von, ich sag's mal so, Evangelisten hervorzubringen. Que Dieu est en train de lever la nouvelle génération d'évangélistes. Ich muss ehrlich sagen, es erstaunt mich. Ich bin ja meist international unterwegs. Es erstaunt viele Leute in der Welt, wenn sie hören, ich sei Deutscher. Je dois dire sincèrement, et je voyage beaucoup par le monde, je suis étonné, ça étonne beaucoup de gens, je suis Allemand. So etwas, ich weiß es nicht, aber mir scheint, als ob sie so etwas von, aus Deutschland nicht erwartet haben. C'est comme s'il n'attendait pas quelque chose venant d'Allemagne, de cette sorte-là. Ah, ich bin Deutscher. Mais je suis Allemand. Und Gott hat mich hier in diesem Land gerettet, gerufen, erfüllt mit dem Heiligen Geist und hinausgesandt. Et Dieu m'a appelé dans ce pays, sauvé dans ce pays, formé dans ce pays et envoyé dans ce pays. Und ich weiß, ich bin davon fest überzeugt, dass er hier ist, um auch anderen dieselbe Flamme zu geben. Je sais et j'en suis convaincu qu'il est ici pour donner la flamme à d'autres encore. Die Nationalität spielt überhaupt keine Rolle, solange du entweder ein Sohn oder eine Tochter Adams und Evas bist. La nationalité ne joue aucun rôle pourvu que tu sois un fils ou une fille d'Adam. Halleluja. Halleluja. Und in dieser, an diesem Wochenende wird das Feuer fallen. Et en cette fin de semaine, le feu va tomber. Und ein Gottesdienst in einem Gottesdienst. Et dans une seule réunion. Das wird der Salbungs- und Segnungsgottesdienst sein. Salbung und Sendungsgottesdienst sein. Une réunion sera spécifiquement une réunion pour l'onction et pour l'envoi. Werde ich meine Hände auf alle legen, die diese Flamme empfangen möchten. Je mettrai ma main sur tous ceux qui veulent recevoir cette flamme. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Europa soll gerettet werden. L'Europe doit être sauvée.
Und Gott erhört Gebet. Et Dieu répond aux prières. Alléluia. Alléluia. Markus 16, Vers 15. Marc 16, verset 15. Jesus sagt, Jésus dit, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Wir nennen das den Missionsbefehl. Nous appelons cela, eh bien, l'envoi. Keine Empfehlung, sondern ein Befehl. C'est la mission d'envoi, c'est un ordre. Ein Befehl. Un ordre. Der Missionsbefehl. C'est l'ordre de mission. Im Englischen spricht man vom Great Commission, im großen Auftrag. La grande, le Auftrag. Le grand envoi. Großer Auftrag. La grande mission. Aber es ist ein Befehl. Mais c'est un ordre. Ich möchte etwas über den Missionsbefehl sagen. J'aimerais bien sûr dire quelque chose sur l'ordre missionnaire. Und über Gottes Absicht, die ganze Welt zu erretten. Et sur la vision que Dieu a pour sauver le monde entier. Er möchte, dass du und ich, wir alle hier dabei eine große Rolle spielen. Je voudrais que toi et moi, que nous tous ensemble, nous jouions un rôle important dans tout cela. Ich kam, wie soll ich sagen, wir schlagen mal 5. Mose 33 auf. Nous ouvrons dans le Deutéronome, chapitre 33, Vers 16. Au verset 16, da segnet Gott die Stämme Israels. Dieu bénit les tribus d'Israël. Da segnet Mose die Stämme Israels. Moïse bénit les tribus d'Israël. Und im 16. Vers spricht er den Segen über Joseph aus. Et dans le verset 16, il parle de la bénédiction sur Joseph. Und da sind einige Worte drin, die mich elektrisiert haben. Et là, il y a quelques mots qui m'ont électrifié. Er sagt hier, ich lese das einmal so, wie das hier steht, und vom Köstlichen der Erde und ihrer Fülle und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, all das komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Er spricht hier von dem Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt. Il est dit là, il est parlé là de la volonté de celui qui apparut dans le buisson. Wohlgefallen. La grâce de celui qui apparut dans le Wohlgefallen. Buisson. Wohlgefallen. La grâce de celui qui apparut dans le buisson. Dans Lucas 2, Vers 14. Dans Luc chapitre 2, verset 14. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden und den Menschen, den in den Menschen des Wohlgefallens. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Wieder dasselbe Wort, Wohlgefallen. Qui lui sont agréables. Mose sah den Busch brennen. Moïse a vu brûler le buisson. Da waren viele Büsche. Il y avait beaucoup de buissons. Aber er hatte noch nie einen so brennen sehen wie diesen. Mais il n'a jamais vu brûler un buisson comme celui-là. Warum? Pourquoi? Das war kein natürliches Feuer, das war heiliges Feuer. Parce que ce n'était pas un feu naturel, c'était un feu saint. Und Mose dachte, ich gehe mir doch mal das Spektakel anschauen, der Busch brennt. Und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Moïse se disait, mais je vais voir ce spectacle. Le buisson brûle, 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 mais ne se consume point. Und er wurde von diesem brennenden Busch angezogen. Et il fut attiré par ce buisson ardent. Jede Gemeinde sollte so wie ein brennender Busch sein. Chaque église devrait devenir un buisson ardent.
brennen, brennen, brennen. Brûler. Aber nicht verbrennen. Mais non pas se consumer. Sondern weiterbrennen. Mais continuer à brûler. Und damit einmal spricht Gott heraus aus dem brennenden Busch. Et soudain Dieu parle du buisson ardent. Ich glaube, Mose hat an Gott überhaupt nicht gedacht in dem Moment. Je pense que Moïse n'a même pas pensé à Dieu à ce moment-là. Er hat auch nicht geweint und geschrien zu Gott: Oh Herr, ich möchte deine Stimme hören. Il n'a pas pleuré, n'a pas crié vers Dieu: Oh Dieu, je voudrais entendre ta voix. Absolut nicht. Non, pas du tout. Er wollte gehen, da war etwas Besonderes und er wollte mal eben nachschauen. Das war alles. Il voulait simplement aller voir ce qui se passait. C'était quelque chose de particulier. Einfache Neugier. Simplement, il vient de la curiosité. Mit einem Mal die Stimme Gottes aus dem Busch. Et soudain, la voix de Dieu sort du buisson. Ich sage, jede Gemeinde sollte so ein brennender Busch sein, aus der die Stimme Gottes erscheint. Je pense que chaque église devrait être un buisson ardent duquel la voix de Dieu se fait entendre. Nicht unsere eigenen kleinen Meinungen, sondern die Stimme Gottes muss herausrufen. Non pas nos simples petites pensées, mais la voix de Dieu qui sort. Halleluja. Halleluja. Und Mose, später als alter Mann, denkt er noch an den Busch und spricht von dem Wohlgefallen dessen, der da in dem Busch war. Et Moïse, plus tard, alors qu'il était âgé, se souvenait du buisson et reparlera de la grâce de celui qui était là dans le buisson, de sa volonté. Gott sagte Mose, ich bin herabgestiegen, mein Volk zu erretten. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour sauver mon peuple. Ich bin herabgestiegen, mein Volk zu erretten. Je suis descendu pour sauver mon peuple. Die Botschaft aus in jeder Gemeinde, die ein brennender Busch ist, ist die Botschaft der Errettung durch Jesus Christus. Le message qui sort de chaque église, qui est un buisson ardent, est celui du salut en Jésus-Christ. Wenn die Botschaft der Errettung nicht aus den Gemeinden kommt, dann sind das irgendwelche Büsche, haben mit Gott aber nichts zu tun. Si le message du salut ne sort pas des assemblées, alors oui, ce sont des buissons, mais des buissons qui n'ont rien à faire avec Dieu. Ich bin herabgestiegen. Je suis descendu. Und Mose, du gehst jetzt nach Ägypten. Et Moïse, tu vas aller en Égypte. Und konfrontierst den Pharao. Et tu vas confronter le Pharaon. Der Gott des Wohlwollens. Le Dieu de la grâce. Der Gott des Wohlgefallens. Le Dieu à qui il plaît. Ich habe mal drüber nachgedacht. J'ai une fois réfléchi là-dessus. Und ich kam zu einer wunderbaren Erkenntnis. Et je suis arrivé à une conclusion. Reden wir mal über das Wohlgefallen. Parlons voir de la Wohlgefallen. De ce qui plaît à Dieu. Ja, Gott sprach mit Wohlgefallen und von Wohlgefallen. Aber nur für Israel, nicht für Ägypten. Lorsque Dieu parle de ce qui lui plaît, il parle uniquement d'Israël, mais pas de l'Égypte. Israël sollte gerettet werden. Israël devait être sauvé. Wohlwollen für Israel. Dieu voulait le bien pour Israël. Aber nicht Wohlwollen für Ägypten. Mais non pas pour l'Égypte. Wir kennen die Geschichte. Nous connaissons l'histoire. Ägypten wurde hart geschlagen. L'Égypte a été durement frappée. Durch diese ungeheuren Zeichen und Wunder, die der Allmächtige tat durch Mose. Au travers des plaies qui la frappèrent par son serviteur Moïse. Und ich habe mich gefragt. Et je me suis posé la question. Warum nur Wohlwollen für Israel? Warum nicht Wohlwollen für Ägypten? Hat Gott Ägypten gehasst? Pourquoi ne vouloir que le bien pour Israël et non pas pour l'Égypte? Dieu haïssait-il l'Égypte? Hat Gott Ägypten gehasst? Dieu haïssait-il l'Égypte? Die Antwort ist nein, nein, nein. La réponse est non, non, non. Gott hasst kein Volk. Dieu ne hait aucun peuple. Er ist der Schöpfer eines jeden Volkes. Il est le créateur de tous les peuples. Also hat Gott die Welt geliebt. Dieu a tant aimé le monde. Nein, er hasste nicht Israel. Non. Er hasste nicht Ägypten, entschuldige. Non, il ne haïssait pas l'Égypte. Nein. Non. Er hat doch sogar Jonah nach Ninive geschickt. Il a bien envoyé Jonas vers Ninive.
Was für ein grausames Volk war das Volk von Ninive. Quel peuple était ce peuple de Ninive? Aber Gott schickte einen seiner Propheten aus Israel nach Ninive. Mais Dieu va envoyer un de ses serviteurs d'Israël à Ninive. Gott hasste nicht Ninive. Dieu ne haïssait pas Ninive. Er brachte dort einen Evangelisten hin. Il y a amené un évangéliste. Jonah war der erste Evangelist, soweit ich die Bibel verstehe. Jonah, si j'ai bien compris la Bible, était le premier évangéliste. Er war der einzige Prophet, der Israel freiwillig verließ, um in einer anderen Nation den Gott Israels bekannt zu machen. Il était le premier à délibérément quitter Israël, le premier prophète, pour aller vers une nation afin de faire connaître Dieu. Deswegen glaube ich, hat Jesus auch eine besondere Beziehung zu Jona gehabt. Er erwähnt ihn als Prophet mehr als andere. À cause de cela, je crois que Jésus avait une attention particulière pour Jonas, qu'il appelait prophète plus qu'un autre. Nein, Gott hasste nicht Ägypten. Non, Dieu ne haïsse pas l'Égypte. Ich will euch aber sagen, warum Ägypten nicht das Wohlwollen Gottes hatte in dem Augenblick. Mais je vais vous dire pourquoi l'Égypte n'avait pas la grâce de Dieu sur elle à ce moment-là. Ägypten hielt etwas ganz fest, was Gott haben wollte, was ihm gehörte. L'Égypte à cette époque-là avait quelque chose qu'elle gardait fermement qui appartenait à Dieu et que Dieu voulait. Ägypten hatte sich an Gottes Volk vergriffen. L'Égypte, eh bien, s'était attachée au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Die Botschaft des Mose war vor Pharao: Lass mein Volk ziehen, spricht der Herr. Le message de Moïse devant Pharaon était: Laisse aller mon peuple. Ägypten hielt Gottes Volk fest. L'Égypte retenait le peuple de Dieu. Mir tun alle Leute leid, die sich an Gottes Eigentum vergreifen. Me font mal au cœur toutes les personnes qui me font mal au cœur toutes les personnes qui font du mal à l'œuvre de Dieu. Denn Gott gibt nicht auf. Parce que Dieu lui ne lâchera jamais. Und wer sich an Gottes Eigentum vergreift, celui qui touche à ce qui appartient à Dieu, der wird Gottes Wohlgefallen nicht spüren, sondern sein Gericht. Il ne connaîtra pas la grâce de Dieu, mais le jugement de Dieu. Gott sagt, Dieu dit, ich bin herabgestiegen, je suis descendu, um mein Volk zu retten, pour sauver mon peuple. Wenn Gott sagt, ich bin herabgestiegen, quand Dieu dit, je suis descendu, um mein Volk zu erretten, afin de sauver mon peuple, dann würde ich jedem raten, schnell loszulassen. Je conseillerais à chacun, laisse-le vite aller. Denn wenn du nicht loslässt, parce que si tu ne le lâches pas, dann gibt's was. Tu vas recevoir. Dann gibt's was. Tu vas recevoir. Amen. Amen. Es ist, als ob ich würde mich nie in den Weg eines verliebten Mannes stellen. Je ne me mettrai jamais dans le chemin d'un homme amoureux. Wenn ein Mann verliebt ist, geh ihm lieber aus dem Weg. Si l'homme est amoureux, écarte-toi de son chemin. Der lässt nicht locker. Il lâchera jamais. Und Gott liebte sein Volk. Et Dieu aimait son peuple. Er sagt, ich bin herabgestiegen. Il dira, je suis descendu. Er war nicht aufzuhalten. Il n'était pas, on ne pouvait pas le retenir. Er erschütterte ganz Ägypten. Il a commencé à secouer toute l'Égypte. Er öffnete das Rote Meer. Il a ouvert la mer Rouge. Er ließ Frösche den königlichen Palast füllen. Il laissera les palais des rois être remplis de grenouilles. Stellt euch nur einmal den Pharao in seinem Bett vor. Imaginez le Pharaon dans son lit. Mit kalten, nassen Fröschen unter einer Decke. Avec des grenouilles froides sous sa couverture. Kein Wunder, der ist aufgesprungen und rausgerannt. Il n'est pas étonnant qu'il se soit levé et qu'il soit sorti en Was courant. Was ist passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Gott ist herabgestiegen. Dieu est descendu. Um sein Volk zu retten. Pour sauver son peuple. Halleluja. Halleluja.
Alléluia. Alléluia. So sehe ich Evangelisation. C'est ainsi que je vois l'évangélisation. Gott ist herabgestiegen. Dieu est descendu. Er kam in Jesus. Il est venu en Jésus. Und Jesus sucht und rettet, was verloren ist. Et Jésus cherche et sauve ce qui est perdu. Wir alle gehören, sollten zu Jesus Christus gehören. Nous devrions tous appartenir au Seigneur. Gott hat einen rechtmäßigen Anspruch. Dieu a un rechtmäßiger Anspruch. He's got a righteous claim. Il a un appel très clair. Amen. Er hat einen rechtmäßigen Anspruch an uns alle. Il a une parole très claire à nous adresser. Warum? Pourquoi? Weil er für uns bezahlt hat. Parce qu'il a payé pour nous. Und wenn du für etwas bezahlst, dann hast du einen rechtmäßigen Anspruch drauf. Lorsque tu payes quelque chose, alors tu as un droit. Frankreich soll Jesus gehören. Amen. Das ist ein richtiger Anspruch. La France doit appartenir à Jésus. Deutschland muss Jesus gehören. Das ist ein rechtmäßiger Anspruch. L'Allemagne doit appartenir à Jésus. Die Schweiz muss Jesus gehören. La das ist ein Suisse rechtmäßiger Anspruch. Doit appartenir à Jésus. Österreich muss Jesus gehören. Das ist ein rechtmäßiger Anspruch. L'Autriche doit appartenir à Jésus. Halleluja. Halleluja. Und die Verkündigung des Evangeliums ist der Weg zur Erfüllung dieses Anspruchs. Et l'annonce de l'évangile, eh bien, est la réalisation à cette volonté. Halleluja. Amen. Gott war unterwegs. Dieu était en route. Mit Mose. Dieu était en marche avec Moïse. Und Aaron. Et Aaron. Gott war unterwegs. Dieu était en route avec Moïse. Um et sein Volk zu befreien. Pour libérer son peuple. Heute ist Gott mit uns unterwegs. Aujourd'hui, Dieu est avec nous en chemin. Er ist mit uns unterwegs. Il est avec nous en chemin. Er ist mit uns unterwegs. Il est avec nous en chemin. Ich bin bei euch alle Tage. Je suis avec vous tous les jours. Bis an der Weltende. Jusqu'à la fin du monde. Gott ist unterwegs. Dieu est en route. Und er spricht durch uns. Et il parle au travers de nous. Wie aus dem feurigen Busch. Comme du buisson ardent. Wohlgefallen. Voilà ce qui plaît à Dieu. Allen la volonté de Dieu. Allen à l'égard de tous les peuples. Heute wohlgefallen. Allen Völkern. La volonté de Dieu, ce qui lui plaît à l'égard de tous les peuples. Es ist nicht unser Wohlgefallen, es ist sein Wohlgefallen. Ce n'est pas ce qui nous plaît, notre volonté. Sein Wohlgefallen. C'est ce qui lui plaît. Allen Völkern. Pour tous les hommes, pour tous les peuples. Preis und Dank dem Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Sag mal einer Amen. Que quelqu'un dise Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Was mich ganz besonders bewegt. Ce qui me touche profondément. Ist eins. Et la chose suivante. Moses sagte in Vers 11, ich lese jetzt von 2. Mose 3. Moïse dit dans le verset 11, als er den Auftrag bekam, lorsqu'il a reçu l'appel, Pharao herauszufordern, pour interpeller Pharaon, sagte Mose, Herr, wer bin ich? Moïse dit, Seigneur, qui suis-je? Ich weiß, wer du bist. Je sais qui tu es. Ich habe überhaupt keine Illusionen über dich. J'ai absolument aucune illusion sur toi. Ich weiß, wie mies du bist und wie schwach du bist. Je sais combien tu es faible. Das ist gar nicht der Punkt. C'est pas ça le problème. In Vers 14 kommt die Antwort. Verset 14 vient la réponse. Moses sagt, wer bin ich? Moïse dit, qui suis-je? Gott sagt, ich bin der ich bin. Dieu dit, je suis qui je suis. Ich bin der ich bin. Ou je suis celui qui est. Und ich bin der ich bin wird mit dir gehen. Et celui qui est ira avec toi. Ich bin der ich bin wird dich senden. Je suis celui qui suis. Je t'enverrai. Ich bin der ich bin wird Israel aus Ägypten mit mächtiger Hand herausführen. Je suis celui qui suis sortira Israël de l'Égypte à bras étendus. Mein großer Wunsch ist, dass wir einmal so erfolgreich sind, dass der Teufel alleine in der Hölle sitzen muss. Mon vœu, c'est qu'un jour nous soyons tellement efficaces que le diable doit être assis en enfer. Amen. Seul.
Que le diable soit seul en enfer. Ich möchte um jede Seele kämpfen, denn ein Mensch in der Hölle ist einer zu viel. J'aimerais me battre pour chaque personne, parce qu'une seule personne en enfer est une de trop. Jesus rettet. Jésus sauve. Mögen es alle hören. Jesus rettet. Que tous l'entendent. Jésus sauve. Niemand muss verloren gehen. Jesus rettet. Personne ne doit être perdu. Jésus sauve. Amen. Amen. Ich denke gerade an den gewaltigen Gottesmann Humbug. Je pense justement à cet homme de Dieu fameux Humbug. In einigen Manuskripten schreibt er von einer Vision, die er hatte vom jüngsten Tag. Dans certains manuscrits, il parle d'une vision qu'il avait dans sa jeunesse. Er sagt, er sah den weißen Richtstuhl des allmächtigen Gottes. Il voyait un trône blanc, le trône blanc de Dieu. Er sagt, er sah Jesus stehen. Il voyait Jésus debout. Auf der linken Seite war eine ungeheure Schar im Halbdunkel. Sur le côté gauche, il y avait une foule innombrable dans une pénombre. Auf der rechten Seite war eine Schar in weißen Kleidern mit Palmen in ihren Händen. Sur le côté droit, il y avait une foule habillée en blanc avec des palmes dans les mains. Er sagte, dann sah er Jesus sich erheben. Et soudain, il voit Jésus se lever. Er hob seine linke Hand. Il lève sa main droite, gauche. Und sagte zu den Menschen auf der linken. Et dit aux gens du côté gauche. Geht hin, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer. Allez, vous qui êtes maudits dans le feu éternel. Humbug sagte. Humbug dira. Er sah, wie sich der Schlund der Hölle öffnete und wie sie hineinfielen. Il vit comment les antres de l'enfer s'ouvrirent et ces gens disparurent. Bis auf drei Männer. Jusqu'à à trois personnes. Drei konnten sich gerade noch so am Abgrund halten. Trois pouvaient se maintenir là sur la faille. Und alle drei starrten auf Jesus. Et tous les trois regardaient sur Jésus. Und in dem Traum sagt er, hörte er, wie einer der drei Männer rief. Et dans la vision, il entendra comment l'un des trois hommes appelait. Schau einmal. Regarde une fois. Seine linke Hand ist auch durchbohrt. Regarde, sa main gauche est également percée. Und dann fielen sie hinein. Et alors ils tombèrent dans ja, keiner hätte verloren gehen müssen. Seine linke Hand ist auch durchbohrt. Die rechte und die linke, auf der rechten, auf der linken Seite. Alle könnten gerettet werden. Oui, aucun d'entre eux ne devait être perdu. Sa main gauche était également percée. Sa main gauche, sa main droite ont été percées afin que aucun ne soit perdu. Alléluia! Alléluia! Deswegen verkündigen wir das Evangelium und laden ein, Jesus anzunehmen. C'est pourquoi nous annonçons l'Évangile et invitons les gens à recevoir Jésus. Ich möchte Afrika gerettet sehen. Je voudrais voir l'Afrique sauvée. Ich möchte Europa gerettet sehen. Mais je voudrais voir également l'Europe sauvée. Ich möchte ganz Europa gerettet sehen. Je voudrais voir l'Europe tout entière être sauvée. Halleluja. 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 So, was für mich ganz besonders wichtig ist, ist dies. Ce qui est très important pour moi est ceci. Gott sagte nicht zu Mose. Dieu n'a pas dit à Moïse. Mose. Moïse. Ich habe einen Geheimplan für dich, wie du Israel aus Ägypten herausbringen kannst. J'ai un plan caché pour toi, comment tu peux sortir Israël d'Égypte. Mose, schleich dich mal nach Ägypten hinein. Moïse, infiltre-toi en Égypte. Das hat Gott nicht gesagt, ich sag das jetzt. Dieu n'a pas dit ça, c'est moi qui dis ça maintenant. Schleich dich hinein. Infiltre-toi. Hab kleine Hausversammlungen. Commence à avoir des petites réunions de maison. Und bereite Israel auf den Auszug vor. Et prépare Israël au départ. Dann schmuggel mein Volk in Gruppen von 5 bis 10 aus Ägypten heraus. Et alors, eh bien, sort des petits groupes de 5 à 10 personnes hors de l'Égypte. Hat Gott sowas gesagt? Dieu a-t-il dit quelque chose de ce genre-là? Nein. Non.
Gott hatte einen anderen Plan. Dieu avait un autre plan. Er sagt Mose. Moïse. Hier wird nicht geschlichen. On ne va pas louvoyer. Hier wird nicht geschlichen. On va pas louvoyer. Hier wird nicht verkrochen. On ne va pas se cacher. Hier wird nicht geschmuggelt. On ne va pas trafiquer. Bei helllichtem Tageslicht klopf an die Pforte des pharaonischen Palastes. En plein jour, va frapper à la porte du palais de Pharaon. Als Botschafter des Ich Bin, der Ich Bin. En tant qu'envoyé de celui qui est. Tritt ein. Rentre. Und fordere den König Ägyptens heraus. Et ordonne au roi d'Égypte. Und lass richte ihm aus, so spricht der Herr. Dis-lui, voici ce que dit le Seigneur. Lass mein Volk ziehen. Lass aller mon peuple. Halleluja. Halleluja. In unseren Evangelisationen oft komme ich mir so vor. Dans nos évangélisations, souvent j'ai l'impression d'être dans cette situation. Mir ist, als würde ich an die eisernen Pforten der Hölle hammern und sagen, lass mein Volk ziehen, spricht der Herr. C'est comme si j'étais aux portes de fer de l'enfer et que je frappais en disant, laisse aller mon peuple, dit le Seigneur. Satan, lass das deutsche Volk ziehen. Satan, laisse aller le peuple allemand, ainsi parle le Seigneur. Lass das französische Volk ziehen, so spricht der Herr. Laisse aller le peuple de France, ainsi parle le Seigneur. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Gott hatte sich für einen grandiosen Stil entschieden. Dieu avait décidé d'agir de manière grandiose. Nicht in Demut kriechen. Pas petitement, sondern aufrecht für Gott. Mais droit pour Dieu. Aufrecht für Gott. Droit pour Dieu. Geh und sprich zu Pharao. Va et parle à Pharaon. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Es ist für uns ein geistlicher Kampf. C'est pour nous un combat spirituel. Aber so empfindet Satan das. Mais c'est ainsi que Satan le ressent également. Wie es damals Pharao empfunden hat. C'est ainsi que Pharaon l'a ressenti. Und wir haben Gott auf unserer Seite. Et nous avons Dieu de notre côté. Den Gott vom brennenden Busch haben wir auf unserer Seite. Le Dieu du buisson ardent est de notre côté. Den Gott vom Söller haben wir auf unserer Seite. Le Dieu du buisson, nous avons de notre côté. Den Gott, der den Heiligen Geist geschickt hat, das Feuer des Geistes haben wir auf unserer Seite. Le Dieu qui a envoyé son esprit, le feu de l'esprit, c'est lui qui est de notre côté. Und was passierte? Et qu'est-il arrivé? An einem Tag. En un jour. Ist die gesamte Arbeiterklasse aus Ägypten ausmarschiert. Toute la classe des Arabites est sortie d'Égypte. Die gesamte Arbeitsmacht verließ Ägypten am helllichten Tag. Pardon, toute la force vive, tous les travailleurs sont sortis en plein jour d'Égypte. Oh Halleluja. Oh Halleluja. Ich habe schon öfters erlebt. J'ai déjà souvent vécu. Wie riesen Menschenmengen aus dem Reich der Finsternis ausbrachen und durch die enge Pforte ins Reich Gottes hineinkamen. J'ai souvent vécu comment des foules sont sorties des ténèbres pour rentrer par la porte étroite dans le royaume de Dieu. Ich spüre in meinem Herzen. Je ressens dans mon cœur. Gott wird ganz neue Methoden anwenden, auch hier in Deutschland. Dieu va utiliser de toutes nouvelles méthodes également ici en Allemagne. Und alle die hier sitzen und sagen, ach wer bin ich schon, ach wer bin ich schon. Et tous ceux qui sont assis ici et qui disent, mais qui suis-je? Gott hat keine Illusionen über dich. Dieu ne se fait aucune illusion sur toi. Er ruft dich trotzdem nicht aufgrund dessen, was du bist, sondern aufgrund dessen, was er ist. Il ne t'appelle pas sur la base de ce que tu es, mais sur la base de ce que lui est. Sag mal einer Amen. Dis voir Amen.
Ich bin zu jung, ich bin zu jung. Je suis trop jeune, je suis trop jeune. Ich sag dir, ein junger Polizist hat genauso viel Vollmacht wie ein alter Polizist. J'aimerais te dire qu'un jeune policier a autant d'autorité qu'un vieux policier. Es kommt doch gar nicht auf die Person an, es kommt doch auf den Staat an, der hinter diesem Polizisten steht. Ça ne dépend pas de la personne, cela dépend de l'État qui, eh bien, est derrière ce policier. Hinter uns steht Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Derrière nous, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Wir klopfen an die eisernen Pforten dieser Welt. Nous sommes en train de frapper aux portes de fer de ce monde. Und wir sagen so, sprich. Der Herr, lass mein Volk ziehen. Et nous disons ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple. Unsere Generation soll gerettet werden. Notre génération doit être sauvée. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Ich komme hier richtig in Fahrt. Halleluja. Je commence à entrer dans le message. Unter der königlichen Nase des Pharaos. Verließ Israel Ägypten. Sous le nez de Pharaon, Israël quitta l'Égypte. Ist das nicht fantastisch? Est-ce que ce n'est pas fantastique? Es ist fantastisch. C'est fantastique. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie Gott sagt, Israel habe ich geliebt. Dans l'Ancien Testament, nous lisons toujours à nouveau, j'ai aimé Israël. Es sieht so aus, als ob Gott voreingenommen ist mit einem ganz kleinen Land. C'est comme si Dieu n'était concentré que sur un tout petit pays. Israël habe ich geliebt, sein auserwähltes Volk. Israël, je l'ai aimé comme un peuple choisi, élu. Im Verhältnis ein winziges Volk. Un petit peuple. Ganz kleines Volk. Un tout petit peuple. Dann schlagen wir das Neue Testament auf. C'est là que nous ouvrons le Nouveau Testament. Da verändert sich das Vokabular. Soudain, le vocabulaire change. Da kommen neue Worte rein. De nouveaux mots arrivent. Mit einem Mal lesen wir ein Wort, das wir im Alten Testament so gut wie gar nicht lesen. Soudain, nous voyons un mot que nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament. Das Wort Welt. Le mot monde. Welt. Monde. Nicht nur Israel hat Gott geliebt, also hat Gott die Welt geliebt. Pas seulement Israël, mais Dieu a tant aimé le monde. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Welt, 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 le Welt. Monde, le monde, le monde. Wie Gott damals Israel errettete, so will er heute die Welt erretten. Comme à l'époque Dieu sauva Israël, il veut sauver le monde aujourd'hui. Er macht es mit einer Großartigkeit, die uns noch erschüttern wird. Il va le faire de manière grandiose, nous en serons secoués. Wir brauchen uns nicht verkriechen. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Hier stehen wir in Jesu Namen. Nous sommes là dans le nom de Jésus. Und wer da will, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Que celui qui le veut vienne et boive de l'eau de la vie gratuitement. Das Angebot wird allen gegeben. C'est la proposition qui est faite à chacun. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Bevor dieses Wochenende vorbei ist. Avant la fin de ce week-end. Wird Gott hier Männer und Frauen sich erwählt haben. Dieu va se choisir des hommes et des femmes. Die diese brennende Fackel qui vont unserer, ce flambeau, dieser Welt bringen, dieser neuen Generation. Qui vont apporter ce flambeau à cette nouvelle génération. Mein Schwiegersohn ist ja auch Evangelist. Mon gendre est également évangéliste. Der hat zu mir mal gesagt, il me dit un jour, Papa, Papa, eines Tages wirst du langsamer und ich werde schneller. Un jour tu deviendras plus lent et moi je vais être plus rapide. Ich habe gesagt, setz dich hin, ich muss dir was sagen. Je lui ai dit, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ich sag, ich bin so wie ein Airbus A340. Je lui ai dit, sache que je suis comme un Airbus A340. Am Ende der Piste ist der am schnellsten.
En bout de piste, il est au maximum de sa vitesse. Halleluja. Halleluja. Und was wird am Ende der Piste gemacht? Et que se passe-t-il à la fin de la piste? Nicht abgetreten, sondern aufgestiegen. Non pas s'arrêter, mais décoller. Da gibt's keine Bremsspur. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de trace de frein. Wir ziehen nur hoch und landen im neuen Jerusalem. Nous allons que vers le haut et nous atterrissons dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Das stimmt, soweit es mich betrifft. C'est, en ce qui me concerne, c'est la vérité. Aber Gott ist hier. Mais Dieu est là. Und sucht sich Männer und Frauen. Et il se cherche des hommes et des femmes. Die bereit sind. Qui sont prêts. Aufzustehen. À se lever. Und mit Gott zu gehen. Et à aller avec Dieu. Bereit sind an die eisernen Pforten des Pharaos zu klopfen. Qui sont prêts à frapper à la porte de fer de Pharaon. Der König der Ehren will einziehen. Öffnet, öffnet die Tore. Le Dieu de gloire veut entrer. Ouvrez, ouvrez les portes. Halleluja. Halleluja. Gott tut Dinge auf großer Ebene. Dieu fait des choses à grande échelle. Das ist keine Vermessenheit. Ce n'est pas ce n'est pas une question de mesure. Non non, kein nein, non non. Nein 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 nein. Non non. Das ist keine Vermessenheit. Wir sind sicher. Nous sommes certains. Oh, sagt mir jemand, du bist selbstsicher. Tu es sûr de toi. Ich bin doch auch nicht selbstsicher, wenn ich sage, morgen wird die Sonne aufgehen. Mais je ne suis donc pas sûr de moi lorsque je dis demain le soleil va se lever. Und so wahr die Sonne aufgeht, ist Gott treu. Aussi vrai que le soleil se lève, Dieu est lui fidèle. Und so wahr die Sonne aufgeht, ist Jesus auch morgen derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aussi vrai que le soleil se lève, Jésus est le même hier, aujourd'hui. Das ist nicht Vermessenheit, das ist seliges Wissen. Sage mal einer Halleluja. Ce n'est pas une conviction uniquement personnelle, c'est une espérance éternelle. Preis dem Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Gottes Wohlgefallen ist hier. Le plaisir de Dieu est là. Gott hat mich von fünf Leuten gebracht zu Millionen. Dieu m'a fait passer de 5 personnes à des millions. Nicht weil ich was Besonderes bin. Non pas parce que je suis quelqu'un de particulier. Wenn ich reise in der Welt, da werde ich öfters vorgestellt als der größte Evangelist der Welt. Und jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich einen Stich in meinem Herzen. Mag das nicht mal hören. Quand je voyage dans le monde, souvent on me présente comme le plus grand évangéliste actuel. Et cela me blesse, je ne peux pas entendre cela. Ich möchte manches Mal wie Mose sagen, Herr, wer bin ich? J'aimerais souvent dire, comme Moïse, qui suis-je, Seigneur? Ich würde es auch sagen, wenn ich es mir inzwischen nicht abgewöhnt hätte. Et je le dirais si je ne m'étais pas déshabitué à le dire entre-temps. Heute weiß ich. Aujourd'hui, je sais. Ich bin, der ich bin, ist bei mir. Je suis celui qui suis, est avec moi. Und der bei mir ist, ist bei dir. Et celui qui est avec moi est avec toi. Ich bin nicht sein Günstling. Wenn Gott Günstlinge hat, dann sind wir alle seine Günstlinge. Je ne suis pas son préféré. Si Dieu avait des préférés, nous sommes tous ses préférés. Gott kann hier eine Handvoll Männer und Frauen herausheben und sie die Pforten der Hölle aus den Angeln heben lassen. Dieu peut lever un groupe d'hommes, un groupe de femmes qui, eh bien, ouvriront les portes de l'enfer. Er will Großes tun. Il veut faire de grandes choses. Er will durch dich Großes tun. Il veut faire au travers de toi de grandes choses. Wer von euch kann das packen? Qui peut saisir cela au milieu de vous? Er will durch dich Großes tun. Il veut faire au travers de toi de grandes choses. Halleluja. 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 Ich will euch noch ganz kurz erzählen. Je voudrais encore courtement. Habt ihr noch 5 Minuten für mich? Avez-vous encore 5 minutes pour moi? Okay, okay. Das wird euch auch nicht leid tun. Ça ne vous fera pas de tort. Ich bin in Afrika schon öfters hautnah am Tod vorbeigeschlittert. J'ai déjà été très près de la mort en Afrique. Man hat mich steinigen wollen. On a voulu me lapider. Mich haben die Steine nicht getroffen, aber die Leute, die um mich standen.
Les pierres ne m'ont pas touché, mais les personnes qui étaient autour de moi furent touchées. Wir sind von blutrünstigen Fanatikern verfolgt worden. Nous avons été persécutés par des fanatiques, des sanguinaires. Die im Zuge dieser Sache hunderte von Menschen umbrachten. Qui, eh bien, dans ces circonstances, tuèrent des centaines de personnes. Uns aber nicht fanden, sonst wären wir ja heute nicht hier. Ils ne nous ont pas trouvés, nous ne serions pas là aujourd'hui. Das war für mich eine der tragischsten Momente meines Lebens. Ça a été l'un des moments les plus tragiques de ma vie. Und dann war ich 9 Jahre lang in Nigeria auf der schwarzen Liste. Et pendant 9 années, j'étais sur la liste noire du Nigeria. Ich bekam kein Visum. Je recevais plus de visa. Wir haben gebetet und gebetet und gefastet und gefastet. Nous avons prié, prié, jeûné, jeûné, prié. Die Tür öffnete sich nicht. Les portes ne s'ouvraient pas. Wenn eine Tür zu ist, ist nicht so schlimm. Mais quand une porte est fermée, c'est pas grave. Schließlich hat ja Jesus gesagt, geht hin in alle Welt. Finalement, Jésus a dit, allez par tout le monde. Wenn eine Tür zu ist, sind 1000 andere offen. Quand une se ferme, il y en a 1000 d'ouvertes ailleurs. Ich weine keine Träne vor irgendeiner verschlossenen Tür. Eine ist immer offen. Je ne laisse pas couler une larme devant une porte fermée parce qu'il y en a toujours une autre d'ouverte. Sag mal Amen. Dites-tu fois Amen. Ich habe ein paar Zeugnisse gehört von Leuten, die Tränen weinten, weil eine Tür zu war. Ich dachte, Liebe, zeig noch mal. J'ai une fois entendu le témoignage de personnes qui pleuraient parce qu'une porte était fermée. Je me disais, mais mince alors. So. Weil wir nach Nigeria nicht reinkamen, gingen wir in andere afrikanische Länder, eins nach dem anderen. Comme nous ne pouvions pas rentrer au Nigeria, nous sommes allés dans d'autres pays africains. Ich kam in das Land Benin. Je suis arrivé au Bénin. Francophones Land. Un pays francophone. Ich hatte eine Evangelisation in der Stadt Cotonou. J'avais une évangélisation dans la ville de Cotonou. Am Nachmittag klingelt das Telefon. L'après-midi, le téléphone sonne. Jemand sagte zu mir. Quelqu'un me dit, der Ex-Präsident des Landes möchte Sie gerne sprechen. L'ex-président du pays aimerait vous rencontrer. Ich sagte, das kann doch gar nicht sein. Je lui dis, mais c'est pas possible. Sind Sie sicher? Êtes-vous sûr? Ich sagte, der Mann ist ein Atheist, der Mann ist ein Kommunist. Ich bin ein heißer Evangelist. Cet homme est un athée, un communiste, et moi je suis un chaud évangéliste. Will er wirklich mit mir sprechen? Veut-il vraiment parler avec moi? Ja, fragt nach Ihnen ganz speziell. Oui, il veut vous parler en particulier. Sag ich komme. Je dis, je viens. Ich fuhr mit Peter Vandenberg hin. Je suis allé avec Peter Vandenberg. Da war der Ex-Präsident mit seiner Frau. L'ex-président et sa femme étaient là. Er sagte zu mir, il me dit, Reverend Bonnke, Reverend Bonnke, ich habe zwei ihrer Videos gesehen und als ich hörte, dass sie im Land sind, habe ich mich entschlossen, sie zu rufen, denn ich möchte mich gründlich bekehren. J'ai vu deux de vos vidéos lorsque j'ai su que vous étiez dans le pays. Je voulais vous rencontrer parce que je veux me convertir. Ich habe noch nie vorher gehört, dass jemand sagt, er wollte sich gründlich bekehren. J'ai encore jamais entendu quelqu'un qui veut dire je veux me convertir. Ich fondamentalement, hell begeistert. J'étais enchanté. Ich holte meine Bibel aus der Tasche. J'ai sorti ma Bible de ma poche. Und habe ihm das Evangelium gründlich gepredigt. Et je lui ai annoncé l'évangile de manière fondamentale. Und Jesus hat ihn dann gründlich mit seinem Blut gewaschen. Et Jésus l'a fondamentalement lavé par son sang. Halleluja. Halleluja. Als wir das Haus nach ungefähr 2 Stunden verlassen hatten. Quand nous avons laissé la maison au bout de 2 heures, gab uns noch eine Flasche ganz teuren französischen Wein. Il nous a encore donné une bouteille très chère de bon vin français. Aber ich trinke doch keinen Wein. Kannst du mir geben? Das ist der Franzose. Ich gehe lieber weiter, ich sag nicht mehr. Ich wollte die Flasche hinterher irgendwo im Becken ausgießen. Ich fand sie nicht mehr. Jemand muss sie eingegossen haben. Ja, das wäre eine Sünde gewesen. Je voulais renverser la bouteille à quelque part, mais je l'ai plus trouvé. Certainement quelqu'un d'autre. Okay, eh bien, s'en est occupé. Aber ich sagte, mais je me disais,
ich bin sicher in meinem Herzen, der Mann ist wirklich wiedergeboren worden. J'étais sûr dans mon cœur, cet homme est réellement né de nouveau. Ich sagte zu Peter, es ist nur schade, dass ein Ex-Präsident ist. Je disais à Peter, la seule chose qui est dommage, c'est qu'il soit un ex-président. Ein Jahr später komme ich zurück nach Benin. Quelques années plus tard, je reviens au Bénin. Mein Flugzeug landet. Mon avion atterrit. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Je ne croyais pas mes yeux. Zum ersten Mal in meinem Leben kriege ich einen roten Teppich am Flughafen. Pour la première fois de ma vie, je reçus un tapis rouge à l'aéroport. Ich sag, was ist denn los? Je dis, mais que se passe-t-il? Dann sagten sie mir, hast du nicht gehört? Der Ex ist nicht mehr Ex, ist wieder an der Macht. C'est alors qu'ils me dirent, n'as-tu pas entendu? L'ex n'est plus ex, il est de nouveau au pouvoir. Der Präsident hat ihnen seine eigene Mercedes-Karosse geschickt. Le président nous a envoyé sa propre Mercedes. Ich saß in der Limousine. J'étais assis dans la limousine. Von vorne, von hinten, von links, von rechts sah ich nur blaue Lichter. Devant, derrière, à droite, à gauche, que des gyrophares bleus. Das hat sowas gefällt mir. Je me disais, ça me plaît. Ich saß da hinten und hab gesagt, ich bin ein Botschafter des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren. J'étais assis au fond et je disais, je suis le messager du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Halleluja! Halleluja! Wir verstecken uns nicht. Nous ne nous cachons pas. Die fahren mich direkt zum Palast. Ils m'ont tout de suite amené au palais. Da ist der Präsident. Là se trouve le président. Strahlt wie ein Engel. Il resplendit comme un ange. Wir haben Gemeinschaft zusammen, wir beten zusammen. Nous avons la communion ensemble, nous prions ensemble. Dann sagte ich zu ihm, Herr Präsident. C'est là que je lui dis, Monsieur le Président. Ich habe gehört, dass Sie ein persönlicher Freund vom nigerianischen Präsident sind. J'ai entendu que vous êtes un ami personnel du président du Nigeria. Ja, ja, sagt er, wir sind wie Zwillinge. Il dit, oui, nous sommes comme des jumeaux. Oh, sagt er, bin ich ja erleichtert. Ah, lui dis-je, je suis soulagé. Können Sie mir helfen? Pourriez-vous m'aider? Ich brauche ein Visum für Nigeria. J'ai besoin d'un visa pour le Nigeria. Ja, sagt er, das kann ich. Il dit, oui, ça je le peux. Ich mache jetzt eine lange Geschichte kurz. Je fais maintenant, et je vais rendre une histoire longue, courte. Ich kriegte kein Visum für Nigeria, aber etwas später schickte der nigerianische Präsident seinen eigenen Businessjet, mich abzuholen ohne Visum. Je n'ai pas reçu de visa du Nigeria, mais le président a envoyé son propre business jet pour me chercher entrer au Nigeria sans visa. Oh, ich saß in dem Jet, mir hat das gefallen. Ah, j'étais dans le jet, ça me plaisait. Ich bin ein Botschafter des Königs aller Könige. Je suis un envoyé du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Und des Herrn aller Herren. Du Seigneur des Seigneurs. Wir verstecken uns nicht. Nous ne nous cachons pas. Amen. Amen. Ich komme in Abuja, der Hauptstadt Nigerias. J'arrive à Abuja, la ville principale du Nigeria. Da schicken die mir zum Flughafen zwei Pullman Mercedes, obwohl ich nur in einem fahren konnte. Ils m'ont envoyé deux Mercedes Pullman, bien que je ne puisse m'asseoir que dans une seule. Das erste Mal, dass ich im Pullman fuhr. La première fois que j'étais dans un Pullman. Oh. Wunderbar. Ah, merveilleux. Auf Staatskosten, die Presidential Suite im schönsten Hotel. Ich sag euch, das war fantastisch. Je suis arrivé dans les plus beaux hôtels et les plus belles suites. C'était fantastique. Ich komme zu dem Präsidenten von Nigeria. J'arrive chez le président du Nigeria. Der jagt alle seine Sicherheitsbeamten raus. Il a renvoyé tous ses gardes du corps. Sagt, ich will mit dem Mann Gottes alleine sein. Je veux être seul avec l'homme de Dieu, dira-t-il. Normalerweise kriegt man 30 Minuten Audienz zu allermeist. Normalement, das ist schon viel. Dans les meilleurs des cas, c'est 30 minutes d'audience. Bei mir ging es eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Chez moi, ça durait une heure, deux heures, trois heures, quatre heures.
Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Je savais plus ce que je devais lui dire. Ich bin ja Evangelist, da habe ich eine Predigt nach der anderen gehalten. Je suis évangéliste, alors je lui ai tenu une prêche après l'autre. Ich habe ihm die Hände aufgelegt, ich habe ihn gesegnet, ich habe gepredigt. Je lui ai posé les mains, je l'ai béni, j'ai prêché. Und er sagte immer, ich bin ein Muslim, ich bin ein Muslim, ich bin ein Muslim. Je suis un musulman, je suis un musulman, je suis un musulman. Ich sag, Exzellenz, die Liebe Jesu diskriminiert gegen niemand, also hat Gott die Welt geliebt. Je lui ai dit, Monsieur le Président, l'amour de Jésus ne discrimine personne. Dieu a tant aimé le monde. Der Präsident sagt, ich möchte, dass Sie zurückkommen mit Ihren Gottesdiensten in mein Land. Ich gebe Ihnen jede Genehmigung. Le Président me dira, je voudrais que vous reveniez avec vos évangélisations dans le pays. Je vous accorderai toutes les autorisations. Halleluja. Halleluja. Nach Mitternacht werde ich entlassen. En plein milieu de la nuit. Komm in mein Hotelzimmer zurück. Kurz nach Mitternacht. En plein milieu de la nuit, il m'a laissé aller, je suis revenu à mon hôtel. Ich falle auf meine Knie und dank Gott, dass der Herr das Land Nigeria wieder geöffnet hat. Je suis tombé sur mes genoux. Et je l'ai remercié Dieu d'avoir réouvert les frontières du Nigeria pour Christ und pour toutes les nations. Und will schlafen. Je vais au lit et veux dormir. Viertel vor drei klingelt das Telefon. 3h moins le quart, le téléphone sonne. Ich bin der Protokollchef des Präsidenten. Ich muss Sie dringend sprechen, habe eine ganz dringende Botschaft für Sie vom Präsidenten. Je suis le chef du protocole du président. Je dois vous parler absolument. J'ai un message de la part de ce dernier. Ich sage, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gerade nach Mitternacht dem Präsidenten auf Wiedersehen gesagt. Was kann denn jetzt innerhalb von 3 Stunden so dringend sein, dass Sie jetzt kommen müssen? Je lui dis, mais c'est pas possible. Je viens de laisser le président vers minuit et qu'y a-t-il de tellement pressant pour qu'ils doivent me parler maintenant? Der Geist Gottes sagt, ist alles in Ordnung, keine Furcht, alles in Ordnung. Le Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas, tout est en ordre. Ich sag, okay, kommen Sie hoch. Je lui dis, ok, venez. Da klingelt an der Tür, ich mach auf. Ça sonne à la porte, j'ouvre. Soll ich euch sagen, was passierte? Dois-je vous dire ce qui s'est passé? Ihr werdet staunen. Vous allez être étonnés. Da, tatsächlich, das ist der Protokollchef. Oui, c'était le chef du protocole qui était là. Der hat eine braune Tüte in der Hand. Il avait un sac brun dans sa main. Ah, er sagt, der Präsident hat mich geschickt, um Ihnen ein persönliches Geschenk zu geben. Il dit, le président m'a envoyé pour vous faire un cadeau. Bitte schön, nehmen Sie es. S'il vous plaît, prenez-le. Ich sage, danke schön, sagen Sie dem Präsidenten, ich bin sehr dankbar, auf Wiedersehen. Je lui ai dit merci, dites au président, je suis très reconnaissant, au revoir. Tür zu. J'ai fermé la porte. Da machte ich die braune Tüte auf. J'ai ouvert le sac brun. Ich konnte es nicht glauben. Je ne pouvais pas le croire. 100.000 US-Dollar in bar. 100.000 dollars en bar, hors en bar. Cash. Cash. 100.000 dollars cash. Ich habe gesagt, wie kriege ich das jetzt durch die Grenze? Je me suis dit, comment vais-je faire passer cela à la frontière? Mir wird keiner glauben, mir wird keiner glauben. Personne ne va me croire, personne ne va me croire. Ich gab das Geld dem Peter, ich sag, Peter, du musst das über die Grenzen bringen. J'ai donné l'argent à Peter, je lui ai dit, Peter, c'est toi qui va le faire passer la frontière. Er hat's bis nach Frankfurt geschafft, wir haben's auf der Bank eingezahlt. Seitdem habe ich in unserem Spendenregister einen Muslim als Topspender. Nous l'avons envoyé sur notre compte à Francfort. Depuis là, nous avons une indication du meilleur donateur musulman. Sag mal einer Amen. Quelqu'un dise Amen. So, jetzt muss ich mit meiner Geschichte weiterkommen. Maintenant, je dois avancer avec mon histoire. 2 Monate später bin ich in Frankfurt zu Hause und sehe in den Nachrichten, dass der Mann an einem Herzinfarkt gestorben war. 2 mois plus tard, je suis à Francfort et je vois aux informations que cet homme est décédé d'un arrêt cardiaque. Die Tür ging wieder zu. La porte se fermait de nouveau. Complète. Complètement. Keine Telefonnummer funktionierte mehr. Plus aucun téléphone ne fonctionnait. Abgeschnitten. Coupé. Ich sag, oh nein! J'ai dit, mais non! Wie kann sowas sein? Comment est-ce possible? Ich ins Flugzeug zurück nach Benin zu meinem Präsidentenfreund. Je suis monté dans l'avion, retourné chez mon ami président du Bénin. Ich sagte, Exzellenz, ist der neue Präsident von Nigeria auch Ihr Zwillingsbruder? Je lui dis, Excellence, est-ce que le nouveau président du Nigeria est aussi votre jumeau?
Nein, sagt er, ich kenne ihn noch gar nicht. Dit, non, je le connais pas encore. Da wusste ich, das wird nicht klappen. Je me suis dit, ça y est, ça ne marche pas. Ich treffe ihn an diesem Samstag, ich treffe ihn in Durban in Südafrika. Je vais le croiser en Afrique du Sud ce samedi. Ich gehe zurück ins Hotel. Je retourne à l'hôtel. Am Nachmittag klingelt das Telefon. L'après-midi, le téléphone sonne. Jemand sagte mir, quelqu'un me dit, in diesem Hotel ist ein Ex-General aus Nigeria. Dans cet hôtel se trouve un ex-général du Nigeria. General Olusegun Obasanjo. Amen. Général Obasanjo. Obasanjo. Er möchte Sie sprechen. Il voudrait vous parler. Der Präsident hier in diesem Land hat ihm von Ihnen erzählt. Le président de ce pays a parlé de vous à cet homme. Ich schnell runter. Je suis descendu rapidement. Klopf an die Tür. Toc à la porte. Da öffnet sich die Tür, da steht der General. La porte s'ouvre, voici le général. General Obasanjo sagt, oh, sagt er, Pastor Bonke, ich habe Ihre Videos gesehen, ich habe Ihre Bücher gelesen, kommen Sie herein, wir wollen zusammen beten. General Obasanjo me dit, Pastor Bonke, j'ai vu vos Videos, j'ai lu vos livres, entrez, nous allons prier ensemble. Ich stellte fest, dass der General ein wiedergeborener Christ war. J'ai réalisé à ce moment-là que le général était un homme né de nouveau. Ich sagte, Herr General, ich brauche ein Visum. Et je lui disais, Général, j'ai besoin d'un visa. Können Sie mir helfen, bitte? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Er sagte, Sie müssen sich an die Regierung wenden. Und wenn das nicht klappt, dies ist meine Handynummer. Rufen Sie mich dann an. Il faut que vous vous adressiez au gouvernement. Si jamais ça ne marchait pas, ici, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Ich tue die Telefonnummer in meine Tasche. J'ai mis le numéro de téléphone dans ma poche. Am nächsten Tag hörte ich in den Nachrichten, General Obasanjo hat beschlossen, Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen in 3 Monaten in Nigeria zu sein. J'entends aux informations dans le général Obasanjo s'est présenté pour être candidat aux prochaines élections présidentielles du Nigeria. Also, höhere Mathematik liegt mir nicht, aber 1 plus 1 kann ich zusammenzählen. Je suis pas fort en mathématiques, mais 1 plus 1, ça je sais le compter. Ich fiel auf meine Knie. Je suis tombé sur mes genoux. Und sagte, Herr, je disais, Seigneur, let Obasanjo win and Bonke is in. Laisse gagner Obasanjo et Bonke est à nouveau à l'intérieur. Lass ihn gewinnen und ich bin drinnen. Laisse gagner Obasanjo et je serai de nouveau dans le pays. Und er hat gewonnen. Et il a gagné. Als ich das in den ARD-Nachrichten sah. Lorsque j'ai vu ça aux informations. Hol dir meine Nummer aus der Tasche. J'ai ressorti mon numéro de la poche. Wählte die Nummer. J'ai fait le numéro. Obasanjo speaking. Obasanjo vous parle. Ich sagte, Herr Präsident, gratuliere, wann kann ich kommen? Monsieur le Président, je vous félicite, quand puis-je arriver? Er sagt, sofort, ich sage, ich bin schon unterwegs. Il me dit immédiatement, je lui dis, je suis déjà en route. Halleluja! Halleluja! Das war 1999. C'était en 1999. Und ich habe gesagt, j'ai dit, Teufel, Satan, nein, 9 Jahre hast du mich aus Ägypten, sorry, 9 Jahre hast du mich aus Nigeria herausgehalten. Pendant 9 ans, tu m'as tenu loin du Nigeria. Jetzt fordere ich einen Bonus von 900%. Mais maintenant, je veux un bonus de 900%. Es tut mir leid, dass ich so bescheiden war. Je suis désolé que j'étais tellement eh bien convaincu et oui convaincu. Der erste Gottesdienst nach diesem Erlebnis nach 9 Jahren im ersten Gottesdienst waren 400.000 Menschen. La première mission d'évangélisation, la première réunion, 400 000 personnes de présentes après 9 ans d'absence. Da ging's weiter. Et alors cela a continué, cela a continué, cela a continué, cela a continué. Oh Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Ägypten musste nachgeben.
L'Égypte a dû lâcher. Der Teufel muss überall nachgeben, wo Männer und Frauen im Glauben für Jesus marschieren. Le diable doit lâcher partout où des hommes et des femmes marchent par la foi. Wir dürfen uns nicht von unseren Erfahrungen in der Vergangenheit leiten lassen, sondern vom guten Heiligen Geist. Nous ne devons pas nous laisser diriger par les expériences du passé, mais par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Und Gott wird so etwas wiederholen. Ich glaube, er wird es wiederholen. Und ich bin davon überzeugt, dass die nächste Generation 100-mal mehr erleben wird, als ich erlebt habe. Et Dieu va refaire les choses qu'il... Et Dieu va refaire ces choses. Et je crois que la génération à venir va le vivre 100 fois plus puissamment que ce que j'ai vécu. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Qui vais-je envoyer? Qui veut être mon messager? Ich war neulich bei Präsident Obasanjo in Abuja. J'étais dernièrement à Abuja chez le président Obasanjo. Vor ein paar Monaten. Il y a quelques mois. Wir knieten zusammen in seinem Büro und haben gebetet. Nous étions à genoux dans son bureau et nous prions. Sie fragten mich in seinem Büro, ob ich für seinen zweiten Term, hatte ja schon seine zweite Wahlperiode, ob ich auch für ihn gebetet habe, dass er seinen zweiten, wie nennt man das nochmal? Wahlsieg. Ja, ob ich für seinen zweiten Wahlsieg gebetet hätte. Son Büro m'a demandé si j'ai prié pour qu'il gagne son deuxième Mandat. Ob ich für seine zweite Amtsperiode gebetet hätte, da habe ich gesagt, was meinen Sie? Ich habe für meine eigene zweite Amtsperiode gebetet. Si j'avais prié pour son deuxième mandat, alors j'ai dit mais que croyez, que pensez-vous avec cela? J'ai prié pour mon deuxième mandat. Ich habe das dem Präsidenten erzählt, hat so gelacht. J'ai dit cela au président, il riait tellement. Aber mir ist das bitte ernst. Mais pour moi, c'est foncièrement sérieux. Wenn der siegt, bin ich drin. Si lui est vainqueur, moi je suis avec dans le pays. Ich habe noch mal 4 Jahre vor mir. J'ai encore 4 ans devant moi normalement. Er kann nicht neu sich zur Wahl anstellen. Il ne pourra kann sich oder nicht. Nein. Kann nicht mehr. Il ne peut plus, il ne pourra plus se représenter après. Aber ich glaube, Nigeria soll gerettet werden. Mais je crois que Nigeria doit être sauvé. Ich sag euch mal ein Geheimnis in meinem Herzen. Je vous dis un secret qui vient de mon cœur. Gott wird Nigerianer und Afrikaner nach Deutschland schicken, um dieses Land für Gott zu gewinnen. Dieu va envoyer des Nigériens et des Africains en Allemagne pour que ce pays soit sauvé. Das glaube ich. Ça, je le crois. Die größte europäische Gemeinde ist in Kiew, in der Ukraine. La plus grande église européenne est à Kiew, en Ukraine. Und wird von einem Nigerianer geleitet. Et elle est dirigée par un Nigérian. Ich sag mir, wie wunderbar, wie wunderbar, wie wunderbar. Et je me dis, mais que c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Unsere deutsche Theologie. Notre théologie allemande. So trocken wie Stroh. Elle est aussi sèche que de la paille. Die Menschen kommen vor Durst. Les personnes viennent et meurent de soif. Diese Art Theologie wird keine Seele zu Jesus führen. Cette théologie-là ne conduira personne vers Jésus. Wir brauchen Männer voll Glaubens. Nous avons besoin d'hommes remplis de foi. Wir kommen nicht mit großen Titeln, aber wir kommen mit einer Flamme auf unserem Haupt in Jesu Namen und sagen, Deutschland soll gerettet werden, Frankreich soll gerettet werden. Nous ne venons pas avec des grands titres, mais nous venons avec le nom de Jésus et nous disons, l'Allemagne doit être sauvée, la France doit être sauvée. Amen. Amen. Wer ist heute Morgen hier gesegnet worden? Qui a été béni ce matin dans ce Wer ist gesegnet worden? Qui a été béni dans ce oh, ich wünschte, dies ist nicht nur eine Konferenz wie andere Konferenzen. Oh, je souhaite que ce ne soit pas une conférence parmi d'autres conférences. Oh, ich bete, dass hier Männer und Frauen, Jungen und Mädchen eine Flamme auf ihren Kopf bekommen. Je souhaite que des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles reçoivent cette flamme d'en haut. Der Schwächste wird der Stärkste. Le plus faible devient le plus fort. Der Unbedeutendste wird der Bedeutendste. Le plus insignifiant devient celui qui est important. Der Verworfene wird der Erwählte. Le rejeté devient l'élu. Christentum ist die Religion der Verworfenen. L'Évangile est la religion de ceux qui sont rejetés. Die Hand Gottes greift nach dir.
La main de Dieu est en train d'agir en ta faveur. Wie sie nach mir gegriffen hat. Comme elle m'a touché moi. Und heute ist dein Tag. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Ja zu sagen. Dire oui à Jésus. Ja zu sagen. C'est ton jour pour dire oui. Ja, Herr. Oui, Seigneur. Ich will dir dienen. Oui, je veux te servir. Wer das sagen will, darf sich erheben. Que celui qui veut dire cela se lève à sa place. Erhebe dich. Lève-toi. Ja, Herr, ich will dir dienen. Oui, Seigneur, je veux te servir. Ja, Herr, ich will dir dienen. Oui, Seigneur, je veux te servir. Komm, wir heben unsere Hände zu Gott empor. Venez, nous levons nos mains vers Dieu. Und jetzt machen wir den Mund weit auf, damit ihn füllen kann. Ouvrons nos bouches afin qu'il puisse les remplir. Und wir beten et nous prions mit einem Akkord. En d'un seul cœur. Komm, wir lassen unsere Stimme zu Gott erschallen. Venez, laissons élever nos voix vers Dieu. Kassara, in neuen Zungen oder in alten Zungen. Prions dans de nouvelles langues ou dans en français allemand. Kommt lauter, 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 lasst einmal die Stimme zu Gott erschallen. O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod ist verschlungen in den Sieg. La mort a été engloutie par la vie. Ich spreche Leben über Deutschland aus. Je proclame la vie sur l'Allemagne. Deutschland, du sollst leben. Allemagne, tu dois vivre. Deutschland, du sollst gerettet werden. Que l'Allemagne soit sauvée. Frankreich, du sollst leben. France, tu dois vivre. Frankreich, du sollst gerettet werden. France, tu dois être sauvé. Schweiz und Österreich, du sollst leben. Suisse et Autriche, tu dois vivre. Du sollst gerettet werden. Tu dois être sauvé. Oh, Halleluja, Halleluja, Karlapashi Andalala. Komm, wir preisen den Herrn, preis den Herrn. Leg dich auf den Altar für Jesus. Kurraboboshi lalalavasi amdua. Der Busch brennt. Der Busch brennt. Das Feuer brennt. Le feu, tritt näher. Gott spricht zu dir aus dem Busch. Dieu te parle du buisson. Gott spricht zu dir aus dem Dieu Busch. Te parle du buisson. Ich segne einen jeden Bruder, ich segne eine jede Schwester. Je bénis chaque frère et je bénis chaque ich segne sœur. Euch in dem Namen je vous bénis des Herrn. Dans le nom du Seigneur. Und ich danke dir, Herr. Je te remercie, Seigneur. Dass du ein jedes Herz versiegelst. Que tu scelles chaque cœur. Mit deinem Heiligen Geist. Avec ton Esprit Saint. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Können wir singen, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. F, nicht? Okay, F, dann F. Singt das ja auf der Liste an. Halleluja, Halleluja. Kommt, wir legen unsere Hände empor, wir preisen Gott noch. Levons nos mains et louons Dieu. Wir preisen Gott, wir preisen Gott. Kurra papashila. Heute Abend werde ich Zeit haben, auch für Menschen, die nach vorne kommen. Ce soir, je prendrai également du temps pour ceux qui s'approchent. Wir lassen uns jetzt dabei. Nous allons nous arrêter là. Aber Gott hat zu uns gesprochen. Er hat bereits zu uns gesprochen. Und ich glaube, er hat das Fundament gelegt. Je crois qu'il a posé le fondement. Für ganz neue Dienste, die die Welt erschüttern werden. Pour de nouveaux ministères qui secoueront la terre. Wir exportieren Erweckung an die Enden der Welt. Amen. Nous exportons le réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Ja. Deutschland soll ein Segen sein. Oui, l'Allemagne doit être une bénédiction. Allen Völkern, allen Völkern, oh, allen Völkern, tous les allen peuples, Völkern. Tous les peuples, tous les peuples. Halleluja. Halleluja. Halleluja, gelobt sei der Name. Que le nom du Seigneur soit béni. Du selbst lebst die Schafe bei der und führst sie
good news.